Ein Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen SPD und DIE LINKE betreffend auch Ministerpräsidenten müssen kritische Fragen ertragen, Drucksache 19/6706. Dringlichkeit wird bejaht. Es wird Tagesordnungspunkt 80. Redezeit beträgt 5 Minuten. Wann soll das bitte, Kollege Rudolph? Wir beantragen, das an das Ende der heutigen Tagesordnung zu setzen mit 5 Minuten Redezeit. So, was hören wir, Kollege Bellino, bitte. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist zwar ein Schaufensterantrag, aber dennoch ist die Pressefreiheit und auch die Fragen, wer wann welche Interviews gibt, nicht so aktuell, dass das unbedingt heute behandelt werden muss. Wir gehen davon aus, dass wir ausreichend Gelegenheit haben, dies an anderer Stelle zu einem anderen Zeitpunkt zu beraten. Vielen Dank. Zur Geschäftsordnung, Kollege Schaus. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich will noch einmal begründen, weshalb wir es für notwendig halten, das hier und heute zu diskutieren. Die Pressefreiheit ist ein wichtiges Grundrecht und wird auch zu Recht immer wieder in vielen Diskussionen hier im Hessischen Landtag beschworen. Dann, wenn sie woanders verletzt wird, ist auch die Landesregierung zu Recht an erster Stelle dabei, das anzuprangern. Da sind wir uns alle einig. Ich will deutlich machen, dass in der Situation, in der wir jetzt sind, also vor den Landtagswahlen, das hat sehr wohl etwas mit Pressefreiheit zu tun, weil man unterscheiden muss, Herr Bellino, ob ein CDU-Landesvorsitzender Bouffier es verweigert, einzelnen ich sag mal, renommierten Tageszeitungen wie der Frankfurter Rundschau Interviews zu verweigern oder ob der Minister. Herr Kollege Schaus, darf Sie bitten, zur Dringlichkeit zu sprechen? Ja, nicht genau, sondern zur Dringlichkeit. Der Ministerpräsident, und das geht uns hier im Landtag an, das verweigert. Das ist eine ganz andere Situation. Das ist eine ganz andere Situation. Und deshalb ist es notwendig und wichtig, dass wir als Kontrollorgan der Landesregierung, Herr Boddenberg, da gehören Sie im Übrigen auch dazu, das jetzt zügig diskutieren, in der Hoffnung, dass das abgestellt wird. Herr Kollege Frömmrich, der Ministerpräsident hat sich gemeldet, bitte sehr. Wir sprechen zur Geschäftsordnung. Ja. Mich ist die einzige Chance, wo ich die Chance habe, dazu etwas zu sagen. Ich bin offiziell ab 18 Uhr heute entschuldigt. Die Debatte kann dann nicht in meiner Anwesenheit laufen. Das würde ich nicht in Ordnung halten. Deshalb gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Sie machen das, wenn ich da sein kann. Oder aber ich nehme jetzt kurz Stellung. Ich stelle anheim, wie Sie es haben wollen. Aber ich finde, da es ausschließlich um mich geht, darf das Haus sich nicht überfordert fühlen, wenn ich darum bitte, darüber zu diskutieren, wenn ich anwesend bin. Jetzt hatte ich erst den Kollegen Frömmrich. Vielen Dank, Herr Präsident. Wenn der Ministerpräsident das jetzt so will, dann diskutieren wir das jetzt. Also, sind wir uns da einig, dass wir es gleich machen? Gut. 5 Minuten zum Thema, und der Ministerpräsident hat zu diesem Punkt als Erster das Wort. Bitte sehr. Meine Damen, meine Herren, Herr Kollege Schaus hat ja schon kurz begründet. Ich hätte es begrüßt, wenn mich einmal von den antragenden Fraktionen einer vorher gefragt hätte. Dann hätte ich Ihnen begründet, warum ich das so mache. Ich bedauere das, und nun muss es halt so erledigt werden. Ich habe noch nie irgendeiner Zeitung bei einer Pressekonferenz oder was auch immer eine Antwort verweigert. Es hat überhaupt nichts mit Pressefreiheit zu tun. Aber die Frage, wem ich ein Interview gebe oder nicht, das entscheide ich noch selbst. Und ich habe begründeten Anlass dazu. Und ich will das
sehr klar sagen. Kollege Hahn hat eben gerade von unserer gemeinsamen Regierungszeit gesprochen. Mein Vorgänger im Amt, Roland Koch, ist oft hier Gegenstand des Zitats oder der Erörterung. Ich war damals hessischer Innenminister, und der Innenminister war immer auch für das Pressewesen verantwortlich. Und es war die damalige Regierung, die ausgerechnet die Frankfurter Rundschau vor dem Bankrott gerettet hat. Das hat nicht jeder verstanden. Das entsprach unserer Grundüberzeugung. Insolvenz. Weil ungeachtet der Frage, ob mir das politisch gefällt oder nicht, ist eine Grundsatzentscheidung. Warum habe ich mich entschieden, der Frankfurter Rundschau kein Interview mehr zu geben? Die Frankfurter Rundschau hat es für richtig gehalten, sich mit meiner Politik auseinanderzusetzen. Das muss ich akzeptieren. Was ich niemals akzeptieren werde, ist, dass die Frankfurter Rundschau Kinder und Jugendliche meiner Familie an den Pranger gestellt hat, für ewig. Das Netz vergisst nichts, das Archiv vergisst nichts. Und diese Kinder müssen damit das ganze Leben leben. Das geht über das hinaus, was man auch als Innenminister, was man als Ministerpräsident, als politisch tätiger Mensch ertragen muss. Und deshalb, meine Damen und Herren, das ist der Grund, warum ich mich entschieden habe, dass es Grenzen gibt. Ich respektiere den journalistischen Auftrag. Ich respektiere, wenn jemand etwas schreibt, was mir nicht gefällt. Und ich verweise niemanden des Saales, wenn er seiner journalistischen Arbeit nachgeht. Was niemand von mir verlangen kann, ist, dass ich ein solches Verhalten auch noch dadurch würdige, dass ich persönlich zu entscheidende Interviews gebe. Und Herr Kollege Schäfer-Gümbel, Sie haben den Antrag unterschrieben. Sie wissen ganz genau, worum es geht. Danke. Vielen Dank, Herr Ministerpräsident. Das Wort hat der Kollege Schäfer-Gümbel, Fraktionsvorsitzender der SPD. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, zunächst herzlichen Dank für Ihre Erklärung. Ich will das in aller Offenheit sagen. Ich kann die Emotionalität Ihre Erklärung nachvollziehen. Wir haben mehrfach über den Vorgang geredet, das wissen Sie, auch mit den Problemen, die auch aus Fraktionsanträgen entstanden sind, mit entsprechender Erklärung unsererseits. Wir haben da, ich kann das nur wiederholen, mehrfach darüber gesprochen, und ich verstehe den Punkt der Emotionalität an dieser Stelle ausdrücklich. Und es ist einer der Punkte, der Menschen wie Sie, wie alle anderen, da könnte ich jetzt auch ein paar Bemerkungen machen, immer und immer wieder an Grenzen führt. Wo ist sozusagen der Punkt, an dem das, was mit einem gemacht wird, über einen gemacht wird, noch erträglich ist? Und wie geht man anschließend mit denen um, die man für verantwortlich hält angesichts verschiedener Berichterstattung? Ich kann diesen Punkt ausdrücklich nachvollziehen. Ich will aber zur Redlichkeit der Debatte auch sagen, dass das, was Sie für sich in Anspruch nehmen, gilt nicht nur für Sie. Ich will das sagen. Wir haben nicht vergessen und werden auch nicht vergessen, dass in einem Landtagswahlkampf aus der Staatskanzlei heraus an der Schule des Sohnes von Andrea Ypsilanti eine Pressekonferenz organisiert wurde, in der
das Kind von Andrea Psilanti in die Öffentlichkeit gezerrt wurde und zum politischen Gegenstand gemacht wurde. Ich sage Ihnen, dass die Hessische Union bis heute nicht die Kraft dazu hatte, sich dafür öffentlich klar vernehmbar zu entschuldigen, liegt auf Ihre Erklärung am heutigen Tage. Weil das, was Sie für sich in Anspruch nehmen, das müssen Sie dann auch gegenüber anderen gelten lassen. Vielen Dank, Kollege Schäfer-Gümbel. Das Wort hat der Abg. Dr. Wilken, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich will die sowohl vom Ministerpräsidenten als auch vom Herrn Schäfer-Gümbel gerade angesprochene Emotionalität in dieser Debatte wirklich in keinster Weise wegreden, sondern habe hohen Respekt dafür. Ich will aber daran erinnern, dass wir alle hier im Raum und noch viele mehr Politikerinnen und Politiker sind, die in der Öffentlichkeit, ich erinnere an andere Debatten des heutigen Vormittags, eine hohe Verantwortung dafür haben, dass wir als demokratisches Gemeinwesen funktionieren. Wir stellen uns alle zu Recht immer wieder hinter die Pressefreiheit, wenn sie in anderen Ländern verletzt wird. Pressefreiheit heißt aber auch, dass die Öffentlichkeit darüber informiert werden muss, wie und für welche Inhalte wir stehen. Ich glaube, wir haben uns alle mit Verwunderung die Augen gerieben, als wir das fingierte Interview in der Frankfurter Rundschau mit dem Ministerpräsidenten in den letzten Tagen gelesen haben. Es ist der Versuch gewesen, zumindest die Öffentlichkeit darüber zu informieren, dass eine direkte Information aus dem Munde, aus der Feder des Ministerpräsidenten in der Frankfurter Rundschau unmöglich ist. Das ist aus meiner Sicht eine klare Verletzung der Pressefreiheit und der Arbeit der freien Presse von Journalismus in diesem Land. Herr Ministerpräsident, Sie müssen sich schon die Frage gefallen lassen. Wollen Sie sowohl als Ministerpräsident als auch als CDU-Vorsitzender in Hessen es wirklich durchhalten, dass Sie einen Teil der Bevölkerung, den die FR mit Informationen bedient, nicht mehr als einen Teil Hessens betrachtet, mit dem Sie kommunizieren wollen? Diese Frage müssen Sie sich stellen. Ich werbe dafür, dass Sie diese Ausgrenzung beenden. Wir könnten und müssten eigentlich an dieser Stelle über andere Bedrohungen der Informationsfreiheit und der Pressefreiheit in diesem Land, wenn wir gerade einmal nach Sachsen schauen, reden. Das erspare ich uns allen heute Mittag hier. Aber ich will dringend darum werben, lassen Sie es nicht so weit kommen, dass auch in unserem Land die freie Arbeit von Journalistinnen und Journalisten und Presse behindert wird. Ich bedanke mich. Vielen Dank, Kollege Dr. Wilken. Das Wort hat der Abg. Boddenberg, Fraktionsvorsitzender der CDU. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Präsident, ich will nur zwei Bemerkungen machen. Die erste Bemerkung geht in Richtung der LINKEN. Und das sage ich in aller Klarheit, Herr Wilken. Solange die LINKEN sich nicht eindeutig, vorbehaltlos, konsequent von der Geschichte und Verantwortung ihrer Vorgängerpartei SED distanzieren, solange Sie das weiter unterlassen, haben Sie jedes Recht darauf verwirkt, über Pressefreiheit in diesem Land zu reden, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und, Herr Kollege Schäfer-Gümbel, zu Ihnen sage ich zwei Punkte. Zum einen,
Sie haben hier einen Vorgang in den Raum gestellt, über den wir gerne miteinander reden können. Ich meine, mich gut daran erinnern zu können, Sie spielen auf eine Pressekonferenz an einer Schule in Frankfurt am Main an. Und dort ist ein Schulleiter gefragt worden, ob auf seine Schule der Sohn, die Tochter der damaligen Spitzenkandidatin der SPD geht. Und diese Frage, ich habe selber mit ihm Monate später darüber gesprochen, hat er wahrheitsgemäß mit Ja beantwortet. Er hat mir die Frage gestellt, hätte ich Nein sagen sollen. Das nur für diejenigen, die den Vorgang nicht kennen. Und ich lade Sie gerne ein, dass wir darüber dann noch einmal reden. Aber ich will einen zweiten Punkt sagen. Nachdem, Herr Schäfer-Gümbel, was Sie hier vorgetragen haben, müssten Sie jetzt eigentlich hergehen und diesen Antrag zurückziehen. Weil Sie haben ja völlig zu Recht darauf hingewiesen, dass es A, eine Privatsphäre von Politikerinnen und Politikern geben muss in diesem Land. Da bin ich sehr bei Ihnen. Und auf nur das hat der Ministerpräsident in seinen Einlassungen hingewiesen. Und wenn es der Ministerpräsident so bewertet, wie er es tut, und ich habe keinen Zweifel daran, dass das hier kein Vortrag war, der nicht massive Gründe hat, die beschrieben worden sind, wenn das so ist, dann gehört zur Pressefreiheit auch, dass der Ministerpräsident erklärt, dass er der Frankfurter Rundschau kein Interview gibt. Das ist dann der logische und konsequente Folgeschluss. Deswegen ist mein Vorschlag, ziehen Sie diesen Antrag zurück. Wir reden hier nicht über Pressefreiheit, wir reden über einen Versuch, insbesondere der LINKEN, ein Fass aufzumachen, das Ihnen am allerwenigsten zusteht. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Boddenberg. Das Wort hat der Abg. Wagner, Fraktionsvorsitzender BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich bin den Redebeiträgen von dem Ministerpräsidenten und von Thorsten Schäfer-Gümbel ausdrücklich dankbar, weil sie haben eine Debatte, die auf einen kurzen tagespolitischen Geländegewinn abgezielt hat, doch eine überraschende und notwendige Tiefe gegeben. Und wenn hier die Vertreter, die Spitzenpolitiker von CDU und SPD gesagt haben, dass es in der Art und Weise des Umganges mit Spitzenpolitikern Grenzen gibt, dann haben, glaube ich, auch die bitte mit den Kindern, mit der Familie von Spitzenpolitikern Grenzen gibt. Dann können, glaube ich, auch die Spitzenpolitiker der anderen Fraktionen Beispiele nennen, wo man fragen kann, ob die Grenzen eingehalten wurden, ob sie überschritten wurden. Und damit ist eine lohnende Debatte aufgemacht. Und diese Debatte ist nicht in den 5 Minuten einer Plenumsdiskussion fertig. Sondern ich bin ausdrücklich dankbar, dass wir diese Tiefe der Debatte erreichen konnten, weil es lohnt, darüber weiter zu diskutieren. Weil auch wenn es in einem sehr entgrenzten politischen Diskurs, wie wir ihn gerade in der letzten Zeit teilweise bundesweit, aber auch international erleben, manchmal aus dem Blick gerät, das sind schon auch Menschen, die Politik machen. Und bloß weil man Spitzenpolitiker ist, hat man nicht einen Panzer. Und bloß weil man Spitzenpolitiker ist, ist man nicht freiwillig für wen auch immer. Ich sage das frei von aktuellen Beispielen, damit wir nicht die Diskussion haben, war das eine Grenzüberschreitung, war das nicht eine Grenzüberschreitung. Man ist nicht freiwillig. Und man hat eine Familie und man hat Menschen, die einem nahestehen, die schon genug ertragen müssen durch die zeitlichen und sonstigen Belastungen des Berufspolitikerseins und die ein Anrecht darauf haben, ihr Leben nicht in die Öffentlichkeit gezerrt zu bekommen. Und die ein Anrecht darauf haben, dass die Familie, die Kinder, die Freunde nicht Gegenstand der politischen Auseinandersetzung werden. Und es gibt in allen Parteien Beispiele, wo diese Grenze verletzt wurde. Und darüber sollten wir weiter diskutieren, wo das ist, wo wir uns auch vielleicht als Politikerinnen und Politiker gegenseitig solche Verletzungen zugefügt haben. Und wir sollten auch das Gespräch mit den Medienvertretern suchen, wo vielleicht manchmal diese Grenzen nicht eingehalten wurden. Und das alles sollten wir nicht nur heute in den paar Minuten dieser Landtagsdebatte tun, sondern sollten wir in Ruhe auch außerhalb dieses Plenarsaales tun. Und deshalb wäre es vielleicht klug,
wenn wir die Tiefe, die die Debatte erreicht hat durch die Beiträge des Ministerpräsidenten und von Thorsten Schäfer-Gümbel, nicht dadurch kaputt machen, dass wir jetzt über einen Antrag abstimmen und weiter debattieren, der auf einen kleinen tagespolitischen Geländegewinn abgezielt hat. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Wagner. Das Wort hat der Abg. Dr. Jörg Oberhahn, FDP-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Eine besondere Debatte. Vielen Dank, Herr Ministerpräsident, für Ihre klaren Worte. Auch vielen Dank, Herr Schäfer-Gümbel, für Ihre klaren Worte. Da habe ich ein bisschen ein Problem, diese Diskussion jetzt zu strukturieren. Ich habe es gemerkt, bei Herrn Wagner war das eben auch schon erkennbar. Also auf der einen Seite war ja die Absicht mal gewesen, mal losgelöst dafür, dass wir gerade eine Privatdebatte für den einen und anderen Journalisten in diesem Hause führen, war es ja das Thema Pressefreiheit auf die Tagesordnung zu setzen. Darüber muss man einen Liberalen nicht belehren. Ich kann mich daran erinnern, dass ich, als das erste Mal DIE LINKE hier in diesem Hause war, als Vorsitzender der FDP-Landtagsfraktion, Sie mit den Worten von Voltaire begrüßt habe und gesagt habe, ich habe 100% eine andere Auffassung als Sie, aber ich werde dafür kämpfen, dass Sie das Wort ergreifen dürfen, dass ich dann nachher gelernt habe, es war eine Zuarbeiterin von Voltaire, der Inhalt bleibt derselbe und meine Aussage von damals bleibt dieselbe. Das gilt natürlich auch für die Presse. Aber genau wie wir miteinander streiten, glaube ich, ist es auch richtig zu sagen, Pressefreiheit ist keine Einbahnstraße. Pressefreiheit bedeutet nicht, dass man sich in Gänsefüßchen bedingungslos, das Wort ist jetzt nicht ganz richtig, vorbehaltlos ist vielleicht besser, auch nicht ganz richtig, den Wünschen der Presse aussetzt. Sondern es muss schon, weil es ja eine Freiheit ist, auch die Freiheit des Andersdenkenden, an anderen Handelnden geben. Und die bedeutet, dass man auch einmal Nein sagt. Ein ehemaliger parlamentarischer Geschäftsführer in diesem Hause, der FDP-Fraktion, hat, wenn sich die damalige Fraktionsvizin Ruth Wagner mal wieder über etwas geärgert hat, immer geantwortet in der Fraktion, Ruth, du hättest auf diese Frage nicht antworten müssen. Ja. Hans-Jürgen Hielscher hat recht, hatte recht. Man muss nicht auf jedes Stöckchen, das einem hingelegt wird, treten und schon mal gar nicht drüber springen. Also, das können wir gerne ausführen. Ich wäre sehr dankbar, wenn wir das nicht hintenrum machen, sondern dass dann die Journalisten, die das ausgelöst haben, auch dabei sind, und zwar richtig dabei sind. Und die zweite Ebene ist die persönlichen Verletzungen. Ich glaube, es ist ganz egal, ob man ein Jahr hier ist, ob man 10 Jahre hier ist, ob man 30 Jahre hier ist. Persönlich verletzt fühlt man sich relativ schnell. Und nach 31 Jahren habe ich, glaube ich, schon eine Klatte. Und ich kann es nachvollziehen, dass das eine wehtut und das andere weniger wehtut. Und ich weiß von mir, dass es besonders wehtut, wenn es um die Familie geht. Die kann nichts dazu. Und deshalb habe ich mich schon ein paar Mal geärgert, und das wissen auch die Kollegen der GRÜNEN, insbesondere als wir im Raum der Stadtverordnetenversammlung Wiesbaden agiert haben, als die Behinderung eines Kollegen gegen die Behinderung meines Sohnes ausgespielt werden sollte. Das tut weh. Das bleibt auch. Aber trotzdem muss man darüber stehen. Und ich will jetzt nicht aufzählen, wo sich die FDP-Fraktion verletzt gefühlt hat. Nur, lieber Kollege Al-Wazir, was mir immer und ewig im Kopf bleiben wird, ist Ihre Bemerkung im Frühjahr 2000, als die damalige stellvertretende Ministerpräsident einen schwarzen Koffer am Tisch getragen bekommen hat. Sie können sich daran erinnern, offensichtlich wollen Sie es jetzt nicht, was Sie da gesagt haben. Auch das bleibt im Kopf.
Leider ist Frau Kollegin Ypsilanti jetzt nicht mehr im Raum. Ich möchte nämlich sehr persönlich schließen. Ja. Ich war nicht dabei und war nicht verantwortlich dafür, dass bei der Anna-Schmidt-Schule recherchiert worden ist. Aber ich war dabei, weil viele von Ihnen konnten es hören, als es danach eine Elefantenrunde bei FFH gab. Sie merken, ich habe es parat. Wo der damalige Moderator, der Fokus-Herausgeber, mein Parteifreund, dieses Thema noch einmal ein bisschen sehr prononciert auf den Punkt gebracht hat, damit es jeder weiß, um was es geht. Es war der Vorwurf, eine Sozialdemokratin des linken Flügels bringt ihr Kind auf eine Privatschule. Das sollte die Botschaft sein damals. Sie gucken so manche mich an, als wenn sie gar nicht wüssten, was die Anna-Schmidt-Schule ist. Ich mache gerade Geschichtsarbeit. Aber ich bin fertig, Herr Präsident. Und da habe ich in dieser Diskussion auch ganz schön gehuft. Ich entschuldige mich dafür. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Govan. Wort hat der Kollege Schäfer-Gümbel. Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte mich für die Mehrzahl der Beiträge bedanken und im Lichte der Beiträge, insbesondere der Kollegen Wagner und Hahn, den Vorschlag machen, dass am heutigen Tag dieser Antrag nicht zur Abstimmung gebracht wird, sondern in den Hauptausschuss des Hessischen Landtags überwiesen wird. Da müssen wir uns einig sein, weil es ein anderes Antragsformat ist, um diesen Antrag zum Anlass zu nehmen, die von mehreren Rednerinnen und Rednern hier aufgerufene Debatte in der Tat zu vertiefen. Das gilt für die Frage des Umgangs zwischen erster und zweiter Gewalt und dem Medienbetrieb, aber es gilt auch für die Art und Weise, wie wir möglicherweise miteinander umgehen in solchen Situationen. Das ermöglicht es uns heute, diesen Vorgang so zu behandeln, wie es am Ende die Debatte auch eigentlich offengelegt hat. Das wäre der Vorschlag, der abgestimmt ist zwischen den Fraktionen, der Fraktionsführungen aus SPD und Linkspartei. Dann sind wir heute nicht in einer Abstimmungssituation. Was dann am Ende mit dem Antrag passiert, beraten wir dann in aller Ruhe im Hauptausschuss, wenn wir über die Konsequenzen geredet haben. Ich will am Ende mich herzlich bei Herrn Hahn bedanken. Das ist einer der Punkte, die am Ende den Unterschied zwischen politischer Kultur und Nichtkultur ausmachen. Und es gibt wechselseitig viele Beispiele, wir reden gelegentlich darüber. Und Herr Boddenberg, das ist der Unterschied zu Ihrer Rede gewesen, dass offensichtlich Herr Hahn es verstanden hat, im Gegensatz zu anderen. Vielen Dank, Kollege Bellino, CDU-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich fand es bemerkenswert, wie Schäfer-Gümbel in seinem zweiten Redebeitrag hier gekontert geantwortet hat. Ich hätte es nur gut gefunden, wenn Sie den letzten Satz sich verkniffen hätten. Und ich nehme es vorweg. Wir werden uns nicht gegen diese Ansichten wehren. Aber so glaubwürdig für mich der Beginn Ihres zweiten Beitrags war, so sehr zweifle ich jetzt daran, dass es Ihnen wirklich darum geht. Denn dann hätten sich diese Attacke verkniffen. Für mich ist deutlich geworden, und ich glaube auch für den überwiegenden Teil des Hauses, dass die Pressefreiheit in unserem Lande, und damit meine ich nicht Hessen, sondern die Bundesrepublik Deutschland, nicht in Gefahr ist. Und für uns ist auch deutlich geworden, und so habe ich dann aber auch viele der Beiträge auch der Opposition, zumindest von Teilen der Opposition, verstanden, dass wir sagen, eine harte politische Auseinandersetzung ist nicht nur möglich, sondern die muss auch sein, aber dass sie Grenzen hat.
dass sie da Grenzen hat, wo es in den familiären Bereich reingeht. Ich erinnere auch an das, was der Kollege Hahn gesagt hat, was der Ministerpräsident gesagt hat, was andere. Wenn dann diese hoffentlich sehr sachliche Diskussion im Hauptausschuss dazu führt, dass wir in dem bestehenden, bevorstehenden Wahlkampf auf diese persönlichen Attacken verzichten, dann könnte das Ganze doch noch etwas bewirkt haben. Wir werden uns dem nicht entgegenstellen. Vielen Dank, Kollege Bellino. Ich sehe, es gibt Konsens im Haus, dass wir das so machen in Richtung Hauptausschuss. Dann ist dies so beschlossen. So, wie machen wir jetzt weiter? Machen wir Pause? Nein. Meine Damen und Herren, ich habe gefragt. Beschimpfen Sie bitte nicht den Präsidenten, wenn er eine Frage stellt. Meine Damen und Herren, also es geht weiter in der Beratung.